Vergelt's Gott, ein fröhlich-katholischer Podcast mit Kabarettist Wolfgang Krebs und Pfarrer Josef Weck. Herzlich willkommen zu Vergelt's Gott, dem fröhlich-katholischen Podcast. Und wer sitzt schon wieder im Studio und grinst? Ja, servus, wer sitzt schon wieder da und wartet, bis es losgeht? Seine Freude. Pfarrer Josef Weck aus Rottenbuch, vom Rottenbucher Münster. Und ich muss feststellen, ich war letztes Wochenende unterwegs und bin an eurem Rottenbuch leider vorbeigefahren. Ich weiß auch nicht, da war dann so eine Umleitung. Ich wollte eigentlich zum Schloss Linderhof fahren. Da ist irgendeine so eine depperte Umleitung. Wo bin ich dann hingefahren? Mit meiner Frau in die Wieskirche. Um festzustellen, dass diese Wieskirche völlig zu Unrecht gehypt wird. Ehrlich, das muss ich jetzt mal so sagen. Ich weiß, das kannst du nicht ertragen, aber die Rottenbucher Kirche ist wesentlich schöner. Meine Damen und Herren, sollten Sie uns zuhören und sollten irgendwann einmal planen, zur völlig überfüllten Kirche, wie heißt die, Wieskirche zu fahren, da ist immer irgendwas los. Tausende von Touris außerdem, Millionen von Standl, wenn Sie Ruhe haben wollen, gehen Sie ins Rottenbucher Münster. Das wollte ich nochmal anmerken. Außerdem schweige ist es da viel schöner ausgemalt. Ja, ja, werde aber nicht widersprechen. Ich werde es nicht wagen, dir zu widersprechen. deinem Sachverstand. Das ist wirklich schön. Ja, also künstlerischer Sachverstand. Das geht runter wie Allein Öl. Schon wie schön es bemalt ist da. Und die ganze Geschichte vom Augustinus sieht man da. Und das ist ja wirklich ein großer Kirchenlehrer, wie ich gelernt habe. Ich lerne ja immer dazu. Weißt du, wie ich es früher gemacht habe? Früher habe ich die Bibel aufgeschlagen, dachte ich immer so, das ist ja ein Werk, das kann man nicht durchlesen. Du hast es studiert, da habe ich große Hochachtung davor. Du kennst ganz viele Sachen, du kannst oft daraus zitieren, wenn wir uns unterhalten, sagst, ja, du Matthäus 19 oder was weiß ich irgendwas und denke immer so, ach mei, das wäre halt jetzt gerne, wenn ich jetzt Abfahrer wäre. Ja, es gibt aber auch immer so kleine Tricks, weißt du, wie man das... Ja, ja. Ich weiß nicht, was unter Matthäus 19 steht. Ich war im Studium nicht immer so aufmerksam. Ach so, haben Sie das ein bisschen effizient durchgeführt? Na, lass mal das Thema. Na, aber eben du nicht, weil ich habe ja diese Bibel einfach früher aufgeschlagen, blind, habe meinen Finger da drauf und da habe ich mal in jungen Jahren was Tolles gefunden, was ich jetzt als 58-jähriger älterer Mann natürlich ganz anders bewerte und mir denke, ja, das war gut, dass ich es als junger Mann gelesen habe. Und zwar, ich habe extra rausgesucht die Stelle, und zwar steht da unter Kohelet, das fand ich schon mal ganz komisch, Kohelet hat mir vorher nie was gesagt, Kohelet, da steht dort, iss freudig dein Brot und trink vergnügt deinen Wein, denn das, was du tust, hat Gott längst so festgelegt, wie es ihm gefiel. Trag jederzeit frische Kleider und nie fehle duftendes Öl auf deinem Haupt. Das ist jetzt mittlerweile ein bisschen schwierig, weil damals hatte ich noch Haare auf dem Kopf. So, und aber das muss ich zeigen. Hey, das duftende Öl, das hat mir so einen... Und dann geht's weiter. Mit einer Frau, die du liebst, gut, das schließt jetzt ein bisschen was aus. Mit einer Frau, die du liebst, genießt das Leben alle Tage deines Lebens voll Windhauch, die er dir unter der Sonne geschenkt hat, alle deine Tage voll Windhauch, denn das ist dein Anteil am Leben und dem Besitz, für den du dich unter der Sonne anstrengst. So, das ist jetzt einfach mal, das mag ich jetzt einfach mal hier so dir sagen, und dann später heißt es mal, freu dich, junger Mann, in deiner Jugend, sei heiteren Herzens, geh auf deinen Wegen, und dann geht's weiter und weiter, weil eben irgendwann sind wir alle alt und grau und dann wird alles wieder zu Staub. Windhauch, und alles Windhauch. Ist vorher Windhauch. Windhauch alles ist das Windhauch. Thema, der Windhauch bei dem Kohelet. Und jetzt wollte ich dich mal fragen, weil ich kann mich erinnern, in den letzten Gottesdiensten war immer wieder mal auch Kohelet ein, zweimal drin. Mhm. Was hat denn der Kohelet aus deiner Sicht heute noch so für eine Bedeutung? Außer, dass es motiviert, als junger Mann die Jugend zu genießen. Ja, das ist schon mal was. Als alter Mann sehe ich es ein bisschen anders. Also ich sehe die grauen Tage schon kommen. Übrigens, der Herbst kommt auch. Ich dachte mir, das passt jetzt heute einfach so. Ich dachte, so. Du siehst meine grauen Haare schon kommen. Nein, nein, ja, deine nicht. Weil du müsst doch mal mich sehen, wenn ich meine rauswachsen lasse unter meiner Glatze. Ich bin ein weißer Mann. Du, der Kohelet hat uns sehr, sehr viel zu sagen, würde ich jetzt mal behaupten. Sonst wäre er nicht in der Heiligen Schrift vorzufinden. Und ich würde mal sagen, man muss ein bisschen auch auf die Zeitumstände schauen. Also als das Buch Kohelet verfasst wurde, das ist nicht so alt, 2-3 Jahrhunderte vor Christi Geburt, da waren die Lebensumstände der Menschen so, denke ich, so ein bisschen vergleichbar mit heute. Also die Menschen waren doch recht wohlhabend. Jetzt haben sie neue Technologien entwickelt, die jetzt, sage ich mal, die Landwirtschaft oder das Leben wesentlich erleichtert haben. Und so haben die Menschen angefangen. Also der Wohlstand hat sich gemehrt und auch das Bildungslevel ist gestiegen. Und so haben halt die Menschen immer mehr angefangen, was ich sehr schön finde, sich dann einfach auch viel mehr philosophisch irgendwo mit dem Leben auseinanderzusetzen. Also das Buch Kohelet, das finde ich sehr philosophisch gehalten und eben in einer Zeit, die sehr vergleichbar ist mit unserer. Und darum kann man es auch, denke ich, ganz gut auch in unsere Zeit bringen, das, was Kohelet da so
so sagt. Wer auch immer dieser Kohelet war, wir wissen nicht, wer dahinter steckt. Ne? Das habe ich jetzt, weil ich mich heute ausnahmsweise mal ein bisschen vorbereitet habe. Sonst plaudern wir ja immer dahin, aber deswegen habe ich es wirklich, so mir gedacht, jetzt schaust du das mal ein bisschen an. Da habe ich gelesen, dass es möglicherweise diesen Kohelet ein Sammelbegriff ist, sozusagen für mehrere Bücher oder mehrere Schriften, die unter dem Namen gesammelt worden sind, auch Ratschläge, oder? Das wird, die Evangelischen nennen das Predigerbuch. Man verbindet es auch manchmal mit Salomon, wobei diese Verbindung nicht haltbar ist. Das ist einfach eine Ansammlung von Weisheiten, könnte man sagen. Wer da der Weisheitsliteratur zugeordnet, aber wer jetzt wirklich dahinter steckt, weiß man wohl nicht genau. Ich denke aber auch nicht entscheidend, weil es geht ja um den tollen Inhalt. Und interessant ist, er beginnt ja damit mit diesem Windhauch, alles ist Windhauch und endet auch damit, also alles ist der Vergänglichkeit unterworfen, alles, was wir hier vorfinden, ist, ja, unterliegt dem Endlichen und dem Zeitlichen. Und er philosophiert dann über das Leben des Menschen, dass halt im Kosmos alles geordnet und gefügt ist, also dass alles irgendwo, ja, und da geht er doch sehr weit, dass eigentlich alles von Gott her irgendwo schon vorherbestimmt ist, dass alles, was passiert, irgendwo von Gott her schon geplant ist oder von Gott her schon so gewollt ist. Und das, denke ich, diese Art und Weise hat natürlich Vor- und Nachteile, oder? Wie würdest du das sehen? Weißt du, wenn man sich vorstellt, dass alles, was passiert, wirklich alles von Gott ja schon vorbestimmt ist? Würde ja bedeuten, dass der Platz, den ich habe, eben genau schon da ist, wo er sein muss, dass die Probleme, die ich habe, auch da sind, dass die Herausforderungen da sind. Dann haben wir ja schon, also vor kurzem mal privat diskutiert über das Thema, führe mich nicht in Versuchung, das ist ja auch sowas. Gott führt uns also in Versuchung, das ist ja auch gerade was sehr stark diskutiert wird, wohl auch im kirchlichen Kontext. Also gibt es überhaupt einen Gott, der uns in Versuchung führen kann? Das ist ja auch sowas, ja. Und wobei wir da jetzt bei einer aktuellen Diskussion sind, aber wenn man jetzt einfach mal so sieht, alles wäre vorbestimmt, ja, dann bin ich ja der Erfüllungsgehilfe mehr oder weniger, dann wäre ich ja gar nicht mehr selber in der Lage, eigene Entscheidungen treffen zu können. Und das steht für mich eben entgegen zu dem Thema, wo du sagst, ich habe ja zwei Wege, ich habe jeden Tag, jeden Morgen die Möglichkeit, mich fürs Gute oder fürs Schlechte zu entscheiden. Ich denke es auch gerade in der Politik. Es gibt ja auch ganz viele Kräfte momentan und das ist für mich das neue Parameter eigentlich. Wenn ich Politikthemen ansehe, dann finde ich eines ganz spannend, dass es zum Teil Parteien gibt, gerade die neueren, wenn ich das mal so, das ist nur mein Eindruck. Mein Eindruck ist, aus christlicher Sicht, weil ich bin ja Neuchrist, wenn man so möchte, ist es nicht ziemlich unbarmherzig, zum Beispiel Behinderte aus der Inklusion auszuschließen? Ist es nicht unbarmherzig, Menschen, die Hilfe suchen, komplett zurückzuweisen, also ganz wegzuweisen? Ich meine, ich sage ja nicht, dass wir unser Land aufmachen, aber daran sieht man doch eigentlich auch, das sind doch die zwei Wege, das ist doch die Entscheidung, die ich treffen kann. Entscheide ich mich dafür, jemandem zu helfen oder jemandem was zu geben, oder entscheide ich mich dafür, eben für das Gute zu mehren und zu sagen, statt Hass soll Liebe sozusagen kommen, statt Krieg soll Liebe sein oder soll eben einfach Verständigung miteinander sein und sich aussöhnen wollen, und zwar ganz generell. Ich habe jeden Morgen die Möglichkeit zu sagen, ich bombardiere jetzt irgendjemanden oder ich, also gerade wenn ich an den entsprechenden Schaltstellen sitze, mich viel mit Politik beschäftigt, lerne ja Menschen kennen, die genau diese Dinge auch entscheiden können oder mitentscheiden oder mitbefeuern durch ihre Rhetorik. Also mache ich eine gewaltfreie Kommunikation oder eine gewaltvolle Kommunikation, das wäre ja zum Beispiel was. Genau, also diese Entscheidung, habe ich die überhaupt? Ja, ich habe sie schon. Knackpunkt, freilich, wir haben diese Entscheidung, wir erleben das ja auch, oder? Also wir entscheiden ja tagtäglich und das ist ein bisschen, ein bisschen so der Knackpunkt jetzt auch beim Kohelet, ja, weil der das schon ein bisschen, sag mal, extrem auch beschreibt für meine Begriffe. Aber ist auch das Alte Testament, kann man sagen, dass das Alte Testament eigentlich immer ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen einfacher die Dinge betrachtet oder ein bisschen gar nicht so sagen. Und man muss es ja immer eingebettet sehen in das große Ganze. Also Kohelet ist ein Büchlein von vielen in der Heiligen Schrift und man muss das dann schon ein bisschen im Zusammenhang auch betrachten. Das ist in der ganzen Heilsgeschichte quasi dieses Buch auch lesen. Und vor allem halt dann einen Zusammenhang mit dem Neuen Testament auch lesen, also mit dem, was Jesus dazu sagt und lebt und tut. Was aber, denke ich, aber schon der große, schöne Gewinn ist vom Kohelet, ist die Erkenntnis, dass
ein jeder Augenblick, den wir hier auf dieser Welt erleben dürfen, zunächst einmal wirklich ein Geschenk Gottes ist, weil Gott schenkt uns ja diese Lebenszeit. Wer sonst? Also Gott hat uns das Leben ja geschenkt und jeder Augenblick ist somit auch ein Geschenk. Und Kohelet sagt dann eben, lebe diesen Augenblick, lebe hier und jetzt, nicht in der Vergangenheit, weil die ist vorbei und die Zukunft, ja, ist noch nicht. Letzten Endes ja? Windhauch, er sagt Richtig. Ja schon am Schluss, du Richtig. Wirst vergehen und du wirst nicht mehr sein und nichts mehr bleibt übrig von dir und drum, lebe im Hier und Jetzt und handle, das ist ja auch ganz wichtig, also dass wir nicht nur theoretisch irgendwo leben, sondern auch wirklich handeln und aktiv werden. Und da steckt dann auch wieder der biblische Auftrag, einfach das Gute zu tun. Jetzt im Augenblick, im Moment, jetzt auf den kommt es jetzt an. Und nicht gestern und nicht übermorgen. Ich habe mich nur gewundert, weil er eben einfach dann auch so Dinge sagt wie also tatsächlich dann auch so körperliche Dinge anspricht, ja, dass er sagt, so trag frische Kleider und nimm nie viele duftendes Öl auf deinem Haupt. Das finde ich so irgendwie so, wenn man sich's leisten kann, ja, aber das ist, war ja zu der Zeit vielleicht auch nicht immer so gegeben, aber scheinbar schon. Also du sagst, das kam aus einer wohlhabenden Zeit und da hat man. Ja, damit verbindet er natürlich auch eine Lebenseinstellung, die ist ja ganz wichtig, nämlich die Einstellung. Ja, dass wir wirklich diese Freude am Leben auch leben mit den Möglichkeiten. Also das ist auch so ein bisschen der Grund unserer katholischen Fröhlichkeit. Wir sind ja fröhlich-katholischer Podcast und da liegt auch der Urgrund dieser Fröhlichkeit. Ja, wir zwei sind schon sehr fröhlich, aber wenn ich manchmal Kollegen anschaue, dann denke ich mir so, das sind nicht alle immer so ganz fröhlich. Die tragen schon große Sorgen mit sich herum und die Fröhlichkeit, die also ich... Wenn also, ich jetzt die Kirche markenartikelmäßig beraten würde ich sagen, lebt doch einfach mehr diese Fröhlichkeit. Aber das richtig, genau. Nicht zu. Weil wenn ich wirklich glaube, dass ein jeder Augenblick von Gott geschenkt und getragen ist, dass er mich in seinen Händen hält, dass Gott immer bei uns ist, dass uns begleitet und das gibt es diesen schönen Spruch, du kannst niemals tiefer fallen als in die liebende Hand Gottes. Mhm. Und das sagt auch Kohelet auf seine Weise, ja, dass unser Leben, unsere Existenz getragen ist von diesem großen Gott, dann kann ich wirklich froh und locker und gelassen durch dieses Leben gehen. Und dann eben diese Windhauch-Thematik, es wird am Ende sowieso, ist alles Windhauch, das heißt auch unsere Sorgen, unsere Probleme, unsere Nöte, das was uns tagtäglich eben graue Haare und Kopfzerbrechen bereitet, auch das ist ja alles Windhauch, weil es wartet dann ja das große Leben auf uns in der Ewigkeit. Mhm. Und das ist der Urgrund unserer Fröhlichkeit. Das ist absolut nachvollziehbar, ehrlich gesagt, total nachvollziehbar. Wie oft haben wir auch schon Themen gehabt? Ich habe mich vor kurzem das große Glück gehabt, da war der ehemalige Entwicklungshilfeminister, der Gerd Müller. Dr. Gerd Müller war bei mir in der Vorstellung in Altosried und weil wir uns über Jahre schon kennen, weil der im Allgäu wohnt, hat er mich dann danach angerufen und hat dann meine Handynummer gehabt und hat dann gesagt, so was wie schön er das Programm fand, weil da einfach ein paar Sachen drin waren, die eben einfach eben aus dem Herzen gesprochen haben. Er sagt, weißt du, das hat, es geht politisch immer weiter. Der hat ja jetzt eigentlich politisch aufgehört zu arbeiten, aber er beteiligt sich immer noch, arbeitet bei der UNO. Also das es geht also für den immer weiter, weil der einfach auch so eine riesen Strahlkraft hat und meines Erachtens wirklich zu den Guten gehört. Und was der so, der hat ja so den globalen Blick, der sieht ja als ehemaliger Entwicklungshilfeminister, tatsächlich war der ja wirklich überall. Also es gibt da Stories, wo der sich irgendwie im Regenwald dann ohne Schuhe dann irgendwo rumgelaufen ist, weil es besser ist, ohne Schuhe zu laufen, weil man läuft dann besser im Fluss, weil da weniger Schlangen sind. Das ist völlig grausam, was du da alles so erlebst. Das sind tolle Aussichten auf so einen tollen Job. Also was er erzählt, ist halt so richtig cool und ich denke mal so, ey, das ist echt toll gewesen. Das hat mich sehr beeindruckt und er hat mir auch erzählt, weißt du, es ändern sich eben Themen immer. Politisch beißen wir uns jetzt an irgendwas fest, nur weil du gerade sagst, es ist Windhauch. Tatsächlich politische Themen sind auch Windhauch, weil sie durch was anderes ersetzt werden. Er hat mir gesagt, wir hatten immer schon das Thema mit der Umwelt, wir hatten immer schon diese Sorgen, beispielsweise mit dem Ozonloch, jetzt weiß ich nicht mehr genau, dann hat man, glaube ich, bei den Kühlschränken des FCKW abgeschafft, was da sehr, sehr viel. Und so hat er gesagt, immer wieder hat die Politik schon auch darauf reagiert, wir sind ja alle nicht blöd und da denke ich mir, ja, das stimmt eigentlich. Irgendwie verbessert sich ja auch manches, wenn ich denke, dass wir uns bald vielleicht Krebs viel besser heilen können als momentan oder als vor 20, 30 Jahren, wo das halt wirklich gar keine Chance mehr gab, da vielleicht auch solche Themen, sich gesundheitliche Themen immer weiterentwickeln und deswegen vielleicht auch insgesamt eines Tages die Welt doch noch ein wesentlich besserer Ort wird, als wir momentan alle glauben.
Ja, wir hätten es in der Hand, diesen Ort so zu gestalten. Ja. Also sind wir uns darüber einig, der Kohelet hat nur teilweise recht. Oder ja. Gibt es sowas, dass ihr dann irgendwann mal sagt, ja, aber es ist eigentlich ein Schmarrn, der hat da einen Schmarrn geschrieben. Oder das ist also, denn nicht ja. Gott entscheidet alles und wir sind ausgeliefert. Also ich würde mir jetzt niemals anmaßen zu sagen, da hat jetzt jemand einen Schmarrn geschrieben in der Heiligen Schrift. Das denke ich mir, dass du das sagst, ja. Es war auch eine provokative Frage. Das weiß ich. Du willst auf Krawall ausfordern. Ja, wäre schon Stimmung heute. Aber nein, es ist, wir verstehen ja nicht immer alles, was da so steht, weil wir oft auch die Umstände oder die Texte oft nicht richtig erahnen können. Also von daher ist es immer auch Interpretation und wo Interpretation passiert, werden auch Fehler gemacht. Aber ich sage jetzt mal, man könnte schon beim Kohelet ein bisschen missverstehen, dass eben alles sehr von Gott total vorherbestimmt ist, eben wie wir schon gesagt haben, dass man eigentlich gar nicht mehr auskommt, dass es ein Schicksal gibt, dem wir unausweichlich ausgeliefert sind. Und das wäre so ein schwieriger Gedanke natürlich, weil gerade diese Freiheit ja ein wesentlicher Begriff ist im christlichen Glauben, dass der Mensch die absolute Freiheit hat, zu entscheiden, eben für oder gegen Gott, für das Gute oder für das Böse. Also diese Verantwortung ist natürlich auch da. Ja. Und auch wenn im Grundsatz, ich meine, Kohl, jetzt sagt er nichts Neues unter der Sonne, alles, was jetzt so diskutiert wird oder was gibt und so weiter, es hat es eigentlich alles irgendwo schon mal gegeben. Also da denke ich mir oft, ja, Kriege hat es immer schon gegeben, leider. Es ist traurig, aber hat man den Eindruck, der Mensch wird nicht schlauer. Ja, da gibt es ja Leute, die gerade immer ganz einfache Lösungen daherbringen und sagen, ja, da fahren wir einfach hin und dann verhandeln wir dort. Ja. Da denke ich mir, ja, sehr gut, dann fang doch bitte erst einmal an, deinen Nachbarn anzulächeln und mach erst mal das Thema mit deinem Nachbarn klar, warum der Carport zu lang ist oder sonst irgendwas. Es gibt ja so viele Leute, die haben Nachbarschaftsstreitigkeiten und beschäftigen unsere Gerichte damit und dann wäre es ja manchmal ganz gut, sich wenigstens in seinem persönlichen Umfeld zu kümmern. Weil aber auch da ist ja Kohl jetzt sehr entspannt, er sagt, es gibt eine Zeit zum Streiten, eine Zeit des Friedens. Ja, also es ist eine sehr große Lebenspraxis, die da einfach rausspricht. Absolut, und es hat alles irgendwie auch seinen Preis. Oder um mit Harry Weinfurt zu sprechen, das wäre ihr Preis gewesen. Das war jetzt so eine Wette, wir wollten mich irgendwie versuchen, das heute unterzubringen. Genau. Aber das ist ja schön. Ja. Genau, aber eben, wenn ich weiß, unser Preis, den wir gewinnen, ist das ewige Leben. Wenn ich das glauben kann, wenn ich das im Herzen trage, dann lebe ich aus dieser Hoffnung heraus anders und dann werde ich ja wirklich versuchen, diese Freude und diese Schönheit des Glaubens auch weiter zu verkünden. Das heißt, ich werde dann automatisch einfach eine positive Grundeinstellung zum Leben haben und trage diese dann auch nach außen und werde damit auch die Menschen dann positiv damit beeinflussen und begeistern können. Da habe ich gleich noch eine kurze Frage dazu. Du sagst, das ewige Leben, war das denn dem Kohelet schon klar? Weil ist es nicht so, dass das Alte Testament noch gar nicht so viele Möglichkeiten hatte, das ewige Leben so zu erkennen? Ist es nicht erst durch das Neue Testament klarer geworden oder bin ich da jetzt völlig auf der Brennsuppe? Es ist auf alle Fälle durch das Neue Testament klarer geworden, weil mit Jesus haben wir eine Offenbarung, also eine Beschreibung, wie Gott ist, was er vorhat mit uns und so weiter. Also Jesus hat dann, sage ich mal, alles nochmal aufgeklärt, aber sicher die Grundahnung oder dieser Traum, dieser Wunsch nach dem ewigen Leben, dieser große Traum, auf ewig bei Gott zu sein, das war natürlich auch schon im Alten Testament ganz fest verankert. Mhm. Und der ganz große Wunsch oder auch diese Hoffnung, die war auf alle Fälle schon gegeben. Mhm. Das ist toll. Und drum ist auch dieser Kohelet so entspannt im Leben und sagt, es ist eigentlich alles nicht so tragisch, nicht so schlimm und nicht so wild. Also wenn Sie nachlesen wollen, dann finden Sie den Kohelet im Alten Testament, dass man das mal so sagt. Wo ist der in der Mitte ungefähr oder so? Muss man nachschauen, dafür gibt's aber in der Weisheitsliteratur ist auch da ist dann das Buch der Weisheit ist da in der Gegend. Wenn jetzt einer keine Bibel zu Hause hat, wie macht dann das dann? Online, im Internet, gell? Internet, ja. Aber da muss man die richtige suchen. Also ich meine, jetzt ist natürlich die Frage, welche Bibel ist die richtige, welche ist die falsche? Aber gibt's da eine Empfehlung von dir? Wo könnte man denn da schauen? Die Einheitsübersetzung. Die Einheitsübersetzung ist immer das Wichtige. Ja, okay. Ist, würde ich sagen. Ja. Welche hast du, Zeim? Wo schaust du rein? Ich habe eine Schmuckbibel bekommen. Zu Weihnachten von Herder. Das ist eine ganz tolle. Dürfte auch Einheitsübersetzung sein. Das ist natürlich Einheitsübersetzung, also, klar. Lass mir da
nichts einreden. Ja, die Bibel, da muss man aufpassen, was man sich da genau. Und dann manches versteht man besser, manches vielleicht ein bisschen schlechter. Deswegen die Einheitsübersetzung. Aber du liest ja sowieso natürlich im Originaltext. Ja, natürlich nur. Also ich lese nur im hebräischen und griechischen Originaltext, weil. Aber du könntest das zumindest. Im Gegensatz zu mir könntest du das. Ich könnte es versuchen, aber ich glaube, ich würde mich da sauber planieren. Du ahnst schon, das wäre was für die nächste Folge. Wir hören jetzt Pfarrer Josef im hebräischen Originaltext. Okay, aber du hast es studiert und das heißt, du könntest mit viel Mühe, jetzt nicht vielleicht flüssig, aber du könntest auf jeden Fall nachsehen und wüsstest es. Ja, aber es ist jetzt nicht so notwendig, weil ich meine, es gibt gute Übersetzungen und es geht jetzt nicht unbedingt, also zumindest ist das jetzt meine Meinung, würden andere vielleicht anders sehen, aber es geht jetzt nicht darum, jedes einzelne Wort daraus zu klamösern, sondern es geht darum, dass ich diese Grundbotschaft einfach in mir aufnehme oder verstehen und annehmen kann. Um das geht's ja. Und die Grundbotschaft, damit wir es nochmal klar haben, ist, ja, sag du. Alles ist Windhauch. Nutz die jetzige Zeit und schau drauf, dass dein Leben immer irgendeine Auswirkung hat oder immer einen positiven oder negativen Ausgang haben könnte. Also, aber letzten Endes gehen wir ja alle im ewigen Leben auf. Genau, das würde ich sagen, ist auch die Grundbotschaft. Die allerletzte Grundbotschaft ist dann die, und das ist so ein bisschen mein Glaubensgeheimnis oder mein Credo, ich glaube, ich habe es ja schon mal gesagt, alles wird gut. Mhm. Das ist für mich so diese Grundbotschaft der Heiligen Schrift, dass am Ende alles gut wird, egal was auch immer. Das ist doch wirklich ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Bitte schreiben Sie uns. Was denken Sie denn darüber? Was ist denn, haben Sie schon mal ein Kohelet gelesen oder was auch immer? Vielleicht haben Sie auch was gefunden. Oder was ist Ihr Lieblingsbuch oder Stelle in der Heiligen Schrift, dass man es da eben, das meine ich, genau. Vielleicht haben Sie auch sowas gefunden. Ja? Genau, wo Sie sagen, so, Mensch, ich war mal mit dem Finger auf der Landkarte irgendwo und dachte mir, da fahren wir hin. Das kann man mit der Bibel ja genauso machen. Einfach aufschlagen, zack, nachschauen und sich wundern, was da teilweise drin steht. Vielleicht muss er ein bisschen weiter vorne anfangen zu lesen, weil gerade beim Kohelet ist es auch so, da wird es nämlich schön eingeführt, das Thema, und ich habe jetzt einfach was mitten rausgegriffen. Ja, dann sagen wir ein herzliches Vergelt's Gott. Thanks Gott. Für Gott. Auf Wiederhören. Servus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war Vergelt's Gott. Ein fröhlich-katholischer Podcast mit Kabarettist Wolfgang Krebs und Pfarrer Josef Weck. Ein Podcast vom MKR, dem Münchner Kirchenradio und dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.